Wie man und diese drei Delikte nun urteilt, ja, mögt ihr. Augrafen könnt ihr das. Und Magiebenutzung ist als Nicht-Gildenmitglied beim Strafmaß unrelevant? Also, wenn Magie bei einer Straftat benutzt wird, dann wird immer Vorsatz unterstellt. Anstelle von, ja, keine Ahnung, also wenn man halt zwischen Tod und Totschlag und Mord unterscheiden müsste, würde man hier sagen, das ist ein Mord mit Vorsatz. Also die Geweihte anzugreifen ist in dem Fall kein aus Versehen, sondern sie hat bewusst die Geweihte angegriffen mit also Absicht. Es gibt leichte Vergehen, also tun die die 12. Es gibt leichtes Vergehen, das ist lästerliches Fluchen, hat sie sicherlich getan. Dann gibt es mittlere Delikte, das ist Störung des Gottesdienstes oder Tempel beschmieren, hat sie nicht getan. Dann gibt es schwere Tun wie die 12, das ist Blasphemie oder Angriff auf einen Geweihten. Und es ist ein Angriff auf einen Geweihten, ja, kann man sich jetzt überlegen, aber wird hier Vorsatz unterstellt, es war ein Angriff auf eine Rayani. Ja. Dementsprechend hat sie mindestens das Mal verdient oder die Verstümmelung. Was ihr hier abschneidet, könnt ihr entscheiden oder eben den Tod. Was ist das mit dem Mal? Ist das ein Schandmal, Brandzeichen? Oh, kannst du überlegen. Mal des Frevels, oder ein Frevlermal. Das kannst ihr auf die Stirn drücken oder auf die Hand oder was auch. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die hat dich doch verzaubert, oder nicht, Sulamin? Das hat sie. Und was solltest du dann machen? Also, die hat dich ja nicht verzaubert. Ja, warum hat die dich verzaubert? Nun, sie wollte mich besitzen, nach ihren eigenen Worten. Dich besitzen? Wie nun, ein wie Hund? Wie ein Hund. Wie ein Sklaven. Tod. Also, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Sie wollte sich einen Diener der 12 untertan machen. Oder verstehe ich das jetzt falsch, Isarun? Du hast es gerade nur so kurz erklärt. Vielleicht verstehe ich das ja falsch. Nun ja. Wie gesagt, der Angriff auf einen Geweihten, das ist natürlich schon ein schweres Vergehen. Bitte? Es ist wohl von ihren Verbrechen, dass das am schwersten wiegt, nicht wahr? Aber ich glaube, es spielt auch keine Rolle, ob ich bereit wäre, ihr zu verzeihen oder nicht. Also juristisch gesehen. Es geht ja um die Bereitwilligkeit, einen Geweihten anzugreifen, nicht um euch als Person. Und euer Status hinsichtlich des Verzeihens oder eben nicht spielt ja tatsächlich juristisch keine Rolle. Das heißt, das juristische Mindeststrafmaß wäre, sie mit einem Mal zu zeichnen? Für dieses Vergehen ja. Habt ihr sie mal gefragt, ob diese Menschen, die sie kontrolliert hat, dann getötet haben? Guter Einwand. Weil, ich meine, die waren ja nicht umsonst bewaffnet, oder nicht? Was hat die denen denn befohlen? Das führt uns, denke ich, schon in einen Prozess hinein. Ich glaube, wir müssen als erstes die Entscheidung treffen, ob wir diesen Prozess führen wollen, beziehungsweise ob wir, insbesondere Isarun, dazu verpflichtet sind oder ist. Nein, verpflichtet bin ich nicht dazu. Wir haben die Möglichkeit, das hier zu machen. Dadurch, dass wir zu Gaugrafen ernannt wurden, haben wir tatsächlich alle die Möglichkeit, alle, die zu Gaugrafen damals ernannt wurden, haben die Möglichkeit, an diesem Prozess mitzuwirken und auch ein Urteil zu fällen. Nun, dann ist es doch recht sinnvoll. Sulamin und ich wurden hier niemals so etwas gemacht. Deshalb führen wir die Anklage, würde ich vorschlagen. Nun, wenn Isarun auf den Prozess verzichten kann, ist die Frage, ob wir diesen Prozess wollen. Also, wenn die Frau da... Ihr bei Hexen ist auch mit Versprechen so hoch und heilig. Wenn die Frau schwört, mit Blut oder wie auch immer, dass sie uns die Wahrheit sagt, dann die Fragen beantwortet, dann brauchen wir keinen Prozess. Weil dann hören wir uns an, was sie sagt, und dann entscheiden wir. Fertig. Ich bin gegen einen Scheinprozess. Denn ich denke, das ist nicht preisgefällig und gar nichts. Und wie Rafim sagte...
sind wir uns ja relativ einig in Bezug auf ihre Schuld. Nur die Frage ist, wie es zu bestrafen ist. Und vermutlich wird es ihre, sagen wir, Loyalität in Zukunft auch nicht unbedingt stärken, wenn wir sie jetzt mit einem Schandmal kennzeichnen. Sie hat angeboten zu schwören? Auf ihre Göttin? Oder wie ist das bei Hexen? Wen fragt ihr das jetzt? Ich weiß nicht, wie das bei Hexen ist. Ist Purothea noch da? Oder ist die im Heiligtum geblieben? Dann frage ich Purothea. Auf was schwört ihr Hexen? Auf eure Göttin? Satuaria. Also oder, wenn sie mir schwören würde, dass sie die Wahrheit sagt, muss sie das tun. Eine Schlange oder ihre Katze? Und dann muss sie die Wahrheit sagen, sonst... Das kann sie ein schwerer Fluch treffen. Satuaria ist da nicht sehr gnädig. Dann würde es mir absolut reichen, wenn sie schwört, die Wahrheit zu sagen. Das ist wie bei den Eidschwüren, die Hesindekirche kann sagen, was uns passiert. Windheit schlagen, Hexenschuss, kennt ihr natürlich sicherlich auch. Es gibt da eine Vielzahl von Möglichkeiten, dass das Essen in ihrem Mund zu Asche wird, all solche Dinge. Das geht auch ohne Fluch. Also es ist noch Asche schmeckt. Ich bin dafür, wir sagen ihr, sie soll uns die Wahrheit sagen, dann hören wir uns an, was sie sagt und dann entscheiden wir. Gut. Oder hat jemand einen besseren Vorschlag? Nun ja. Persönlich genügt das. Wie wäre es mit Kamala Unterstützung bei der Wahrheit? Yalan macht doch manchmal so etwas, wo die Leute dann die Wahrheit sagen müssen. Ja, auch das kann ich. Ihr könnt das. Versteht das jetzt nicht falsch an der Stelle, aber ich halte euch doch für befangen. Sie nickt. Also, denkst du an einen Eidsegen, Isarum? Wenn er so heißt, ja. Wolltet ihr auch beherrschen, Sulamin? Boah, hier unten kann auch noch was anderes. Das ist so ein Befehl. Ich glaube, es... Ich habe schon mal mit einem anderen Gewalt darüber gesprochen, dann zwingen sie dich auch die Wahrheit zu sagen, aber da schwörst du vorher nichts. Nun. Aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Befehlen kann ich auch, aber die Wahrheit zu sagen ist nichts, was Raja besonders am Herzen liegt. Das ist eher eine praiotische Qualität. Ja. Naja, also auf jeden Fall. Sind wir uns jetzt einig, dass wir sie anhören und dann darüber urteilen werden, was ihr Strafmaß ist? Ist das jetzt Stand der Dinge? Denke ich, ja. So sieht es wohl aus. Gut. Dann würde ich der Frau mal den Knebel aus dem Mund nehmen. Du hast ja alles mit angehört. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, bist du überhaupt bereit, da zu schwören? Wenn nicht, dann sparen wir uns den ganzen Scheiß und ich schleife ihn ja Gareth. Und vielleicht könnte es einfach mal ein bisschen dankbar sein. Wäre das drin? Wunderbar. Seid ihr denn nun bereit zu schwören? Warum ihr bereit seid, mit mir zu reden? Ich denke, die Fragen stellen eher wir. Weil das Heiligtum von diesem Nikomarius oder wie auch immer er hieß, angegriffen wurde. Und die Frau da vorne sagt, sie kann sich nicht drum kümmern. Und wir nicht wollen, dass es der Nekromant kriegt. Allerreal, es geht darum, dass Necrorius von zwei Mühlen nach Wittmannhus greift, mit seiner Skeletthand. Aus Purothea nickt dann. Also gut. Was soll ich schwören? Dass ihr uns die Wahrheit sagt, wenn wir euch über eure Vergangenheit, nennen wir es mal, fragen, ohne dass es jetzt vorwurfsvoll klingt. Bin bereit. Ist ihre Vergangenheit denn noch wichtig? Wäre viel wichtiger, ich meine, Zukunft? Natürlich ist es ihre Vergangenheit wichtig. Zu schwören, dass sie keine Menschen mehr versklaven wird mit ihrer Macht. Aber es geht jetzt ja gerade darum, sie zu fragen, was sie getan hat. Wenn wir sie danach zum Tode verurteilen, ist ja egal, was sie schwört.
Zuerst einmal müssen wir natürlich feststellen, was genau sie dort gemacht habt. Ihr habt ja nur einen kurzen Einblick erhalten in das Leben in Wiedmannshus. Richtig. Bereit, also, meisten auf, dass ich Wahrheit spreche. Und sonst möge euch dann was treffen? Irgendwas, was wir sehen können. Was ihr sehen könnt? Zum möge Beispiel, euch wird... Dankeschön. Warzen sprießen oder so. Boltags Blindheit ist, glaube ich, eine gute Strafe. Oh. Willst du da noch einen Heilsegen sprechen, Sulamin? Also ich bräuchte keinen, aber ich würde sie, eher vor den Göttern dazu verpflichten, keine Menschen mehr zu unterjochen. Also was die Befragung angeht, würde mir dieser Eid genügen. Dieser Run? Es reicht mir, ja. Reicht. Okay. Auch mein Leben von meiner Katze Aydin. Das. Ihr müsst das schon aussprechen. Ihr schwört das. Mit welchen Folgen? Dass ich in Zukunft mit meiner mir anvertrauten Macht weder den Menschen schade, noch sie unter meinen Mann zwinge. Ja, das ist mir egal. Ich will wissen, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Du musst schwören, dass du mir... unter meinen Mann gezogen. Dass ich in Zukunft die Wahrheit spreche. Was wollt ihr jetzt von mir? Ich will hören, was ihr mit diesen... Ich will jetzt erstmal, dass ihr schwört, dass ihr mir die Wahrheit sagt. Vorher machen wir gar nicht weiter. Boltags sagt, das hat sie schon. Also, nein, sie hat das im Nachsatz nachgeschoben. Sie hat einen Schwur gemacht und danach gesagt, dass ich die Wahrheit sage. Ich Boltags, schwöre, das ist kein dass Spur. Ich die Wahrheit sagen werde. Bei dem Leben meiner Katze. Danke. Was habt ihr mit den Menschen gemacht? Also was haben die in eurem Auftrag gemacht? Das Dorf verbessert. Palisaden gebaut. Untote abgewehrt. Ich habe mich um die Verletzten gekümmert. Gestorben. Seit wie vielen Jahren macht ihr das? Weiß ich so ein bisschen auf die Zähne. 280 Jahren. Also wollt ihr mir sagen, dass seit 280 Jahren die Leute, die da in diesem Dorf sind, alle bis an ihr Lebensende euch dienen und dann sterben? Eben ein glückliches und zufriedenes Leben. Und wollen die sagen, dass seit 280 Jahren die Bedrohung durch Untote aus dem Wald besteht? Nein, natürlich nicht. Das existiert erst seit einem halben. Also habt ihr davor einfach nur um euretwillen dort geherrscht? Nicht um die Leute wirklich. Ich habe mein Leben gelernt und einige fähige, kompetente unter meine Knute gezwungen. Und das habe ich ausgebaut. Schutz dieses Ritualkreises. Und diese Leute haben die Kinder bekommen? Ja. Mit wem? Weil ihr das befohlen habt? Nein. Alles, was ich tue, ist, dass sie eine freundschaftliche, enge Bindung zu mir aufbauen. Durch einen Trank, durch den Banbaladin. Aber sie können immer noch tun, was sie wollen im Dorf, oder wie? Sie fühlen sich sehr an mich gebunden. Und sind ansonsten abhängig von meinen Hinweisen zur Ausbesserung, haben sie einen eigenen Willen. Wieso verlässt dann niemand das Dorf? Weil sie dann die beste Freundin. Also sie sind schon so beeinflusst, dass sie dann nicht mehr euch verlassen können, selbst wenn sie wollten. Wollen nicht, genau. Können. Ich lege ihnen keine Eisenketten und Hufeisen um den Hals. Sondern nur in den Geist. Ja, aber wenn Boltags jetzt dieses so ein Ritual macht, dann fange ich auch an zu tanzen. Ich will auch nicht tanzen, aber es passiert. Dann mache ich das nicht freiwillig. Dann mache ich das dann, weil Boltags das wollte. Und auch wenn es ein schöner Tanz ist, er geschieht nicht freiwillig, um mal diese Analogie aufzugreifen. Ihr versteht, was unser Problem mit eurem Tun war. Ist sie die erste Geweihte, die ihr bezaubert habt? Und in 280 Jahren hat euch niemals ein anderer Geweihter besucht? Das Dorf besucht schon, aber sie war nicht kompetent genug. Sulamin ist etwas Besonderes. Sie ist eine Auserwählte der Götter. Ihrer Göttin. Eine Frage. Zu wem gehört dieses Dorf denn eigentlich? Es muss ja irgendjemand darüber herrschen. Sie gehört zu der Grafschaft Zwei Mühlen.
Svanja ist tot. Aber hat das Dorf dann keinen Vorsteher oder sowas? Grafen von zwei Mühlen. Ja, aber das Dorf an sich... Dorfbüttel, meine ich. Ich bin der Dorfbüttel. Seit 280 Jahren. Nun, ich nenne mich mal anders. Aber ja. Ich alle 50 Jahre an den Namen. Das Alter spielt da tatsächlich jetzt weniger die Rolle. Rein rechtlich ist der Graf bzw. der Baron von zwei Mühlen. Es ist sowohl gräflich als auch Baron, eine Baronie. Vorsteher von zwei Mühlen herrscht auch über Wittmann. Ich bin allerdings nicht bereit, nach dem Ableben von Svanja, des Necrorius, die Rechtschaffenheit anzuerkennen. Ganz sicher nicht. Habt ihr denn an die Gräfin vorher eure Abgaben gezahlt und ähnliches? Okay. Aber wie wär's, wenn ihr ab jetzt dem König von Talf dient? Das findet der König von Talf eine ganz beschissene Idee, Boltax. Ich hatte einen guten Draht zu dem. Weil ich fand den jetzt ganz gut. Wieso habt ihr noch mehr Fragen? Ich wüsste nicht mehr, was ich fragen sollte. Nicht zu der Vergangenheit. Ich habe noch eine Frage. Im Mittelreich gilt noch immer das Herrschaftsverbot für Magiebegabte. Ihr habt dieses Gesetz gebrochen, indem ihr euch zum Herrscher von Wittmannshus aufgerufen habt. Mit Hilfe eurer bezauberten Lakaien. Ich bin ein gewählter Vorstand. Mit Hilfe eurer Zauberei. Ich bin kein Baron, ich bin kein Vogt. Ich bin der Vorsteher eines Dorfes. Ihr habt die Menschen bezaubert, damit sie euch wählen. Das ist wieder natürlicher Einsatz von Magie zum Zwecke der Herrschaft, nicht wahr? Auf wen herrsche ich denn? Über die Bewohner, Menschen, die euch wählen, weil ihr sie bezaubert. Das ist kein Adelstitel. Ein Böttel kann sich ausrufen, wer immer mag. Es ist trotzdem eine widerrechtliche Aneignung von Herrschaft. Mittels Magie. Svanja hat dies anerkannt. Tatsächlich. Vielleicht habt ihr auch die Gräfin Svanja ein wenig bei ihr nachgeholfen. Dann würde sie zwei Mühlen nicht mehr zurückkehren. Svanja ist tot. Sie kann eure Aussage nicht unterstützen. Ich habe beim Leben meiner Katze geschworen. Aber die hat das einfach akzeptiert, dass sie da seit 180 Jahren. Die kümmert sich um Kompetenzen. Adel, der von Preuß aus ersehen wurde. Genauso wie ihre Mutter. Nichtsdestotrotz gilt auch das Herrschaftsverbot für Magier. Egal, ob die Baronin es akzeptiert oder nicht. Schuldig. Sagt, in euren 280 Jahren habt ihr jemals ein kulturschaffendes Wesen mittels Magie getötet und das kein Paktierer ist oder sonst wie gegen die göttlichen Gesetze verstoßen hat? Nein, kein kulturschaffendes Wesen. Wir haben Untoten in den letzten 6 Monaten, 7 Monaten haben wir abgeurteilt. Habt ihr jemals Händler oder sonst irgendwelche Reisende um ihr Geld oder um Einfluss erleichtert? Geld bin ich nicht interessiert. Ich sorge mich darum, dass die Acker sprießen, dass es den Kälbern gut geht. Das ist das, was Hexen tun. Ihr habt also keinen Vorteil von durch eure magische Macht auf Umreisende entlang der Straße ausgeht. Würde ich in einem Palast sitzen, irgendwo in Gareth. Nicht in einem kleinen Dorf mit 50 Einwohnern. Ja oder nein? Also, wenn wir jetzt in euer Dorf gehen würden, dann sind da nur Leute, die da geboren sind? Oder sind da auch Leute, die vorbeikommen, bei denen ihr euch denkt, den könnte ich brauchen? Sofern sie kompetent sind, habe ich sie hier behalten. Waren allerdings in den letzten paar Jahren sehr wenige. Also habt ihr doch Reisende mitgenommen. Also wenn ein Schmied zum Beispiel er reist von Wehrheim in Richtung der Mauer, um seine Familie zu besuchen und er kehrt nie wieder. Dann kann es sein, dass er in eurem Dorf verblieben ist. Was will ich denn mit einem Schmied? Als Beispiel. Eine Person einfach weg.
Seine Familie weiß nicht, wo er ist. Ich hätte euch alle fünf, wie ihr hier vor mir steht, hätte ich allesamt, hätte ich gekonnt, in meinem Dorf behalten. Kompetenz sprüht. Also entführt ihr Personen. Dann seid ihr meiner Meinung nach schuldig. Durchaus, der Entführung seid ihr definitiv schuldig. Und da ihr offensichtlich gerade zugegeben habt, dass das mit Sulamin keine Ausnahme ist, sondern ihr bereit seid, jeden Gefeiten, der euch für euch nützlich erscheint, unter eure Knute zu zwingen, halte ich euch für nicht rettbar. Ihr seid offensichtlich ein Manipulator. Ihr schert euch nicht darum, was diese Leute eigentlich für Aufgaben haben, wen sie eigentlich zu schützen haben. Geht euch nur darum, dass euer Dorf wächst, dass ihr da in Frieden hockt, sollen die anderen doch alle verrecken. Hauptsache euch geht's gut und eurem Heiligtum. Ihr spuckt auf alle auf, alle anderen. Ihr spuckt darauf, ob irgendein Dorf diesen Schmied hätte gebrauchen können, ob irgendwelche Bauern verhungern. Ihr spuckt auf alle, die nicht ihr seid. Es geht mir um das höhere Wohl. Wisst ihr, was passiert, wenn Wittmannhus fällt? Wenn ein Heiligtum an den Erzfeind fällt? Glaubt ihr, dass das Heiligtum nicht von euch hätte verteidigt werden können, von euren Schwestern? Eure Schwester steht da im Drakonitergewand. Wollt ihr mir sagen, dass die Frau keinen Einfluss hat? Wollt ihr mir sagen, dass ihr nicht in der Lage seid, etwas Besseres herbeizuführen, als ein paar Bauern, die ihr unter die Knute zwingt? Wollt ihr mich verarschen? Ihr hättet so viele Möglichkeiten gehabt. Und die, die ihr wählt, ist sie alle zu versklaven mit Magie. Rafim, ihr sprecht so sehr einfach. Das Leben war die letzten 280 Jahre sehr einfach. Das glaube ich auch. Der Patient stand unter den Raben uns ging es gut. Wir hatten ein paar Räuber, ein paar Diebe, nichts Außergewöhnliches. Und dann öffnete sich der Fall, die Pforte. Der Todeswall, die Ogermauer, wie ihr es auch nennen wollt. Es wurde gepredigt, dass diese Mauer standhalten wird. Und der Adel hat versagt. Und jetzt kümmere ich mich eben selbst darum, weil ihr es nicht geschafft habt. Das stimmt ja nicht. Ihr kümmert euch seit 280 Jahren selber darum. Da habt ihr auf den Ogerwall geschissen. Da war nicht die Ogermauer gefallen. Ihr habt damit nicht angefangen, nachdem der Adel versagt habt. Ihr habt damit angefangen, sobald ihr gemerkt habt, wie einfach es ist. Wir warnen vor dem Sphärenschänder seit vielen, vielen Jahrhunderten und ihr hört nicht auf uns. Ihr habt verlacht. Nur diese Menschen zahlen dafür. Diese Unschuldigen, diese Bauern, die sich nicht wissen, wie sie sich wehren können. Was sollen wir denn mehr machen als warnen? Ihr könntet einfach Menschen anheuern, Menschen fragen, Menschen überzeugen. Tut nicht so, als wärt ihr so einfache Leute, die keine Wahl haben. Da steht eine Drakoniterin. Diese Frau hat Einfluss, diese Frau hat Aufgaben. Ihr seid doch keine einfache Bäuerin. Ihr und eure Schwestern hättet diesen Ort verteidigen können. Aber ihr wolltet nicht. Das ist sowieso die Frage, wenn es so ein wichtiges Heiligtum ist. Warum sind da nicht mehr Schwestern dort geblieben? Ihr habt euch gedacht, lasst doch die Einfachen das verteidigen. Ich verzauber die einmal und dann dienen sie mir ihr Leben lang. Egal, was ihre Familien denken, wo sie sind. Egal, was für Leute deswegen verhungern. Ist doch egal. Hauptsache Wittmannhus geht's gut. Ich mag euch nicht absprechen, dass ihr das Richtige für diesen Ort tun wolltet. Wahrscheinlich wart ihr mit lauteren Absichten dort, aber ihr habt nicht das Richtige getan. Bei weitem nicht. Wenn es noch weitere Fragen gibt, würde ich vorschlagen, dass diese nun gestellt werden. Ansonsten würde ich mich gerne zur Beratung zurückziehen. Gibt es andere Hexen, die das vollbracht haben könnten, was ihr vollbracht habt? Andere von euren Schwestern, die in der Lage wären, zu schützen? Zeitig, nicht langfristig. Es kostet viel Kraft, Ort so reinzuhalten. Dorothea mag dies vielleicht gelungen sein. Aber von Dauer wird das nicht sein.
Rotea nickt. Ich möchte abschließend noch sagen, dass wir nicht darüber urteilen, ob sie ein guter Mensch ist. Aber meinetwegen können wir uns besprechen. Bei wem? Ja. Ich möchte sagen, dass es mir leid tut, dass ich euch verzaubert habe. Aber ob dessen, dass es mir leid tut... Oh, ich fühle mich geschmeichelt. Und das meine ich ernst. Lasst uns uns zurückziehen. Ich nehme Dorothea natürlich mit, wenn wir den Raum verlassen, um uns zu besprechen. Genau, und die Hexe wird dann wieder gefesselt, geknebelt und so weiter. Und ich keine Entschuldigung dafür, dass man mich verzaubern wollte. Boltax, du bist einfach, hast nicht so das ansprechende Aussehen. Na toll. Aber bist du in gewisser Hinsicht auch ein Geweihter? Ja, das ist richtig. Aber also, glaub ihm, jetzt hast du gerade, hatte ich ein wenig Selbstvertrauen aufgebaut, um Angolschmina anzusprechen und jetzt das. Ja, Boltax, sie ist ein Mensch, was kann sie wissen, was gut aussieht? Und das ist auch wieder richtig. Ein Mensch, Boltax, die weiß das Pläutchen doch gar nicht zu schätzen, das ihr aufgebaut habt. Außerdem, ihr seid in so vieler Hinsicht eine Ausnahme, dass ihr einfach immer irgendwie durch das Raster fallt. Weil einfach keine der Kategorien imstande ist, euch in euren vielen Facetten zu erfassen. Ja, das habt ihr schön gesagt. Ah. So, jetzt haben wir Boltax Ego auch wieder aufgepumpt. Jetzt können wir reden. Ja. Also, dann, Abelmir, du hast am wenigsten gesagt. Dann sag doch mal, was denkst du? Sie ist schuldig im Sinne der Anklage. Das Urteil, wenn man das Recht zugrunde legt, kann nur das Mal des Frevlers sein.